Willkommen und hallo, liebe Mystery-Freunde. Was ihr hier gerade im Bild seht, das ist ein urzeitlicher, ein vorzeitlicher Faustkeil. Das ist natürlich erstmal wenig beeindruckend. So etwas findet man zu Hunderttausenden überall auf der Welt, aus der Steinzeit, aus der Eiszeit. Aber dieses Objekt ist besonders, ja, du bist auch so ein Objekt. Dieses Objekt ist besonders spannend, denn es ist ein sogenannter Riesenfaustkeil. Und zu diesem Objekt ist aktuell eine Studie erschienen, denn dieser Faustkeil ist fast 30 cm lang. Genauer gesagt ist er 29,6 cm lang, 11,3 cm breit und ungefähr 7,4 cm dick, wiegt 1,645 Kilogramm und wurde entdeckt von Forschern um die Archäologin Letty Ingray, und zwar unweit von Finsbury in Kent, das ist in Südostengland. Und dort sollte eine Schule gebaut werden und selbstverständlich werden dort vorher Archäologen hingeschickt, die mal Probegrabungen machen, und so stieß man dann auf diesen Faustkeil. Die Grabungen begannen so ab Frühjahr 2021 und die Landschaft war in der Urzeit stark besiedelt, eine wichtige Landschaft der Urzeit, der Eiszeit, und der besagte Faustkeil von knapp 30 cm Länge, der lag in einem Nebenfluss des Flusses Midway, ein Nebenfluss, der heute nicht mehr existiert, der damals aber noch existierte. Und tatsächlich ist es so, sie haben noch mehr Faustkeile da gefunden, insgesamt 800 Steinwerkzeuge, aber auch andere Faustkeile, andere steinzeitliche Werkzeuge, die sie dort entdeckt haben, waren auch übergroß, so wie ihr es gerade in dem Bild seht, das ich hier gerade einblende. Aber dieser Faustkeil selber, der war nicht irgendwie so super tief in der Erde. Er lag nur in rund 1,20 Meter Tiefe. Und das Alter dieser steinzeitlichen Werkzeuge, dieser vorzeitlichen Werkzeuge, wird mit ungefähr 300.000 Jahren angegeben. Das ist also sehr, sehr alt und sehr, sehr weit zurück. Und dieser Faustkeil von 29,5 cm Länge, der sorgt für Spekulationen, auch in dieser Studie, die ich vorhin auch mal eingeblendet hatte. Denn dieser Faustkeil, den kann man da gar nicht benutzen. Der ist einfach viel zu groß. So 30 cm, ich sag mal so, den kann man gar nicht so in die Hand nehmen. Und jetzt könnte man denken, oh, das ist ein Ausnahmefall. Aber nein, dem ist nicht so. Tatsächlich wurden im Süden und auch im Südosten von Großbritannien mehrere solcher riesigen Faustkeile gefunden. Es gibt sogar eine Top 10, denn dieser aktuell diskutierte Faustkeil ist nicht mal der größte, der in Großbritannien entdeckt wurde. Es gibt noch größere. Das sind nur 2-3 Zentimeter größer. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Das ist die Top 10 aus der Studie. Denn ein 1919 gefundener Faustkeil war 32,3 cm lang. Und in dieser Studie über dieses riesige Objekt wird auch darauf verwiesen, dass ein 3D-Modell dieses Keils erstellt wurde. Und das habe ich ja vorhin schon mal so gezeigt. Das sieht ja wirklich sehr beeindruckend aus. Und dass solche Objekte, auch speziell dieses Objekt als drittgrößtes von Großbritannien, was bisher gefunden wurde, eine unwiderstehliche Herausforderung für die Archäologie sei. Da man nämlich nicht weiß, was sollte das alles? Warum haben Menschen vor Hunderttausenden von Jahren solche gigantischen Objekte hergestellt, die man nicht händeln kann, die man nicht in der Hand nehmen kann, weil sie viel zu groß sind? Und dann heißt es auch, es wären die beeindruckendsten und fesselndsten Objekte, die aus der Eiszeit vorliegen. Vielleicht gab es tatsächlich einmal Menschen, eine Urmenschart, so heißt es auch weiter in diesem Bericht, die tatsächlich mit solchen Werkzeugen umgehen konnte, die also entsprechend an anatomisch große Hände hatten. Da verweisen sie dann darauf, ja, das wissen wir nicht genau. Es fehlt leider an anatomischen Beweisen, an Knochen und so aus dieser Zeit. Die sind leider nicht erhalten, um daraus Rückschlüsse schließen zu können. Vielleicht, so spekulieren sie auch in ihrer Untersuchung. Spekulieren darf man ja nicht sagen, es ist eine wissenschaftliche Studie. Aber sie sprechen auch die Vermutung aus, vielleicht wurden diese Keile in die Erde gesteckt oder auf den Boden gelegt und dann so als Werkzeug benutzt, so wie eine Art Amboss, um damit etwas zu schneiden. Oder vielleicht waren es einfach nur
Kultobjekte. Das heißt, irgendeiner, so ein Angeber vor 300.000 Jahren, hat sich so ein Ding da in seiner Freizeit hergestellt und damit anzugeben, guck mal, was ich für einen großen Faustkeil da habe, um sich quasi so ein bisschen hervorzuheben. Das glaube ich allerdings weniger. Und interessant sind solche riesen Faustkeile ja eigentlich schon seit Jahrzehnten, auch im Bereich der Mystery-Forschung, der Grenzwissenschaft oder der alternativen Geschichtsschreibung, denn es wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass solche Faustkeile überall auf der Welt gefunden wurden. Schon die ersten Autoren, die sich mit der sogenannten Präastronautik befasst haben, zum Beispiel Robert Charroux, ein französischer Autor, hat immer wieder in einigen seiner Bücher, die er in den 60er Jahren veröffentlicht hat, darauf hingewiesen, es wurden hier Riesenfaustkeile gefunden oder auch Skelette von Riesen, wo solche Werkzeuge dabei lagen oder steinzeitliche Riesenäxte, die man als normaler Mensch nicht benutzen konnte. Und dann kam schnell die Idee natürlich auf, es gab einstmals Riesen auf der Welt. Darüber habe ich ja auch sehr viel berichtet, zahlreiche Videos hier auf diesem Kanal gemacht. Und in meinem Buch Rebellion der Astronautenwächter habe ich eine ganze Reihe solcher Funde einmal aufgeführt, wo solche Riesenäxte, Riesenbeile und auch Riesenfaustkeile gefunden wurden oder gefunden worden sein sollen. Von einem Riesenfaustkeil spricht man übrigens erst dann, wenn dieses Objekt größer als 22 cm ist. Und da gibt es einige sehr interessante Beispiele, auf die zum Beispiel der Autor Peter Colosimo in seinem Buch Woher wir kommen schon hingewiesen hat. Denn er schreibt beispielsweise, dass es in Kalifornien solche Funde gegeben hat, in der Nähe von Los Angeles auch. Und angeblich habe dabei sogar ein Skelett gelegen von einem Menschen, von einem Humanoiden, was 3,65 Meter groß gewesen sein soll. Er verweist auch auf einen anderen Fund, der immer wieder herangezogen wird, und zwar in Marokko, in der Nähe von Agadir. Da seien angeblich 500 Riesenäxte gefunden worden. Und diese 500, die hauen uns jetzt nicht um, aber die haben jeweils 8 Kilogramm gewogen. Das ist also noch weit, weit mehr als dieser Fund hier in Großbritannien in der Nähe von, beziehungsweise im Gebiet von Kent, was ja gerade mal 1,6 Kilo wiegt. 8 Kilo, könnt ihr euch vorstellen, wie soll man damit rumhändeln? Der Peter Colosimo schreibt auch, dieser Mensch, der da mit diesen 8 Kilo Echsen herumhantiert habe, der sei einstmals mindestens 4 Meter groß gewesen. Dieser Fund da in Marokko, das ist sehr umstritten. Es gibt aber tatsächlich auch seriöse Ausgrabungen, seriöse Berichte und Untersuchungen. Nicht nur dieser Fund jetzt aus Kent, weil es gibt ja tatsächlich diese Objekte, aber die angesehene Universität von Oxford hat im September 2009 bekannt gegeben, dass in einem ehemaligen See in Botswana, also in Afrika, Archäologen und Forscher um David Thomas Riesenbeile gefunden haben. Die lagen so in diesem ausgetrockneten See und sie waren 30 Zentimeter groß, also auch wirklich gigantisch, vielleicht vergleichbar mit diesem Fund aus Großbritannien. Und da hat die Universität von Oxford 2009, also vor wenigen Jahren, auch überlegt und spekuliert, was war da in Afrika los? Warum wurden solche riesigen Objekte hergestellt? Übrigens, das Alter dieser Funde da in Botswana konnte die Universität damals nicht angeben, das war noch unbekannt. Aber auch da war vollkommen unklar, wieso haben unsere humanoiden Vorfahren, unsere Ahnen überall auf der Welt solche Objekte angefertigt? Gab es wirklich Menschen, die so gigantisch groß waren, dass sie mit solchen Werkzeugen bequem hantieren konnten? Oder waren es tatsächlich einfach nur Kultobjekte, wo man sich die Frage stellen muss, Faustkeile, das war in der Eiszeit, in der Steinzeit vor 10.000 Jahren oder auch vor 300.000 Jahren, wie jetzt in Kent, das waren Alltagsgegenstände. Das hatte quasi jeder, hatte so eine ganze Sammlung verschiedener Größen zum Schaben, zum Hacken, zum Meißeln. Das war also absoluter Alltag. Warum sollte man daraus einen Kultgegenstand machen? Aber vielleicht genau deshalb, da es eben ein wichtiges Objekt im Alltagsleben unserer Vorfahren war, auf das man quasi gar nicht verzichten konnte. Und da muss man dann wieder die Frage stellen, wichtige Objekte waren selbstverständlich auch Speerspitzen und Pfeilspitzen zur Jagd auf Wild, ganz klar. Warum gibt es keine Pfeilspitzen, soweit ich jetzt spontan weiß, die auch
überdimensional groß sind. Eine Pfeilspitze, sagen wir mal diese Größe oder vielleicht so. Warum gibt es keine, die so groß angefertigt wurden, um diese Pfeilspitzen zu verehren oder eben als Kultobjekt anzusehen, da solche Spitzen natürlich für die Jagd, für die Ernährung der Sippe auch enorm wichtig für den Alltag waren. Das sind tatsächlich Herausforderungen für die Archäologie der Zukunft und in dieser Studie, die ich ja vorhin auch mal immer wieder zeigte, wird auch immer wieder darauf verwiesen, vielleicht werden zukünftige Funde klären, wofür solche Objekte hergestellt wurden. Oder vielleicht werden ja tatsächlich irgendwann mal ganz seriös und bei einer seriösen Ausgrabung tatsächlich Humanoide gefunden, Menschen gefunden, die entsprechend große Hände hatten, dass die damit werkeln und hantieren konnten. Wirklich ein ausgesprochen spannendes Thema, wie ich finde, denn Riesen der Urzeit, da bringt man ja immer auch vielleicht unbewusst mit in Zusammenhang. Das ist schon sehr interessant. Und wenn es die denn nicht gegeben haben sollte, ich denke übrigens, könnte es schon gegeben haben, aber wenn es die denn nicht gegeben haben sollte, warum haben Menschen, die natürlich nicht so 1,80, 1,90 groß waren wie wir, sondern wesentlich kleiner, damals vor 300.000 Jahren, solche gigantischen Werkzeuge hergestellt? Viel Raum für Spekulation und Interpretation. Und ihr könnt gerne auch interpretieren und spekulieren unten in der Kommentarfunktion. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst ein Abo hier, falls ihr ganz habt, und verzeiht, dass dieses komische Fellknäuel gerade ein wenig gestört hat zu Beginn. Damit sage ich mal tschüss, ihr lieben Mystery-Freunde. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars.